Schönen guten Morgen aus dem Wald. Bevor ich zum angekündigten Blitzgewinnspiel von heute komme, möchte ich mich noch ganz kurz bei Goldie bedanken, die extra heute oder gestern Abend, ich weiß gar nicht so genau, noch bei uns vorbeigefahren ist und ein paar ausrangierte Poster von Katzen und Hunden bei uns in den Briefkasten geworfen hat für meinen Bruder. Die werden auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen und ja, ganz, ganz lieben Dank dafür. Auch an alle, die gestern noch Karten geschickt haben. Also anscheinend haben sich einige die Adresse aufgeschrieben und dann gestern die Karte verschickt. Auch da ganz herzlichen Dank. Und wie gesagt, ich mache da auf jeden Fall dann nochmal eine Feedback-Story, wenn die Karten dann mit nach Hause gebracht werden. Ich bin da auf jeden Fall auch schon mega gespannt, was da alles bei rumkommt. So, dann zu unserem Gewinnspiel von heute. Und zwar hatte ich euch ja in der Daily Gassi 34 eure Tipps für die Pfotenpflege vorgestellt. Und da war unter anderem auch Pottasche dabei, die Naturseife machen, handmade. Und die liebe Birte von Pottasche hatte mir daraufhin dann ein kleines Paket geschickt mit den 4 Seifen, die man über den Shop kaufen kann, so als Testpaket. Und ich habe gedacht, na gut, da wart ihr ja jetzt auch nicht ganz unbeteiligt dran, dann machen wir einfach halbe halbe und ich verlose 2 von diesen 4 Seifen hier heute in einem kleinen Gewinnspiel. Und alles, was ihr dafür machen müsst, um teilzunehmen, ist ja Waldhelden folgen, werdet ihr wahrscheinlich eh schon tun, sonst würdet ihr die Story hier nicht sehen. Und Pottasche folgen, den Account verlinke ich hier, könnt ihr einfach rübergehen und folgen. Und dann kommt gleich nach dem Daily Gassi, blende ich euch nochmal eine Karte ein und da mache ich eine Umfrage, welche von den 4 Seifen ihr am coolsten findet. Also es gibt da kein richtig oder falsch, wählt einfach eine aus, die euch am besten gefällt und damit seid ihr dann im Lostopf. Ja, und wäre natürlich cool, wenn ihr dieses Gewinnspiel auch teilt, ist aber keine Teilnahmebedingung. Nur je mehr Leute mitspielen, desto leichter ist es natürlich auch Partner zu finden für neue Gewinnspiele und so weiter. Ihr kennt das. Also wäre nett, wenn ihr die Story dann auch teilen würdet. Müsst ihr aber nicht. Also sobald ihr an der Umfrage teilgenommen habt und den beiden Kanälen folgt, seid ihr auf jeden Fall im Lostopf. Und dann ziehe ich morgen, also ihr mitspielen könnt ihr bis morgen früh 10 Uhr, also 24. Dezember 10 Uhr. Und dann gebe ich irgendwann zwischen 10 und 12 auch direkt die Gewinner bekannt. Wie gesagt, ich verlose 2 Seifen, also es gibt 2 Gewinner. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da zahlreich mitspielt und euch für eine der Seifen entscheidet. Genau, ich mache euch hier mal so ein Swipe up hin, dann kommt ihr direkt zu der Seite. Da könnt ihr euch auch nochmal die Details zu den 4 verschiedenen Seifen angucken, also welchen Einsatzzweck die haben und was da für Inhaltsstoffe drin sind und so weiter. Dann fällt die Entscheidung vielleicht ein bisschen leichter. Was eine Modde hier. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel, bei der Auslosung morgen. Und bleibt mir nur zu sagen, frohes Fest. Macht das Beste draus, bleibt vor allen Dingen gesund und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis später.